Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitpark-Fans. Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Emme Pictures Freizeitpark TV. Ja, und ihr seht schon im Hintergrund heute zu einem Freizeitpark-Check aus dem Rastiland. Und damit nochmal willkommen zu diesem Freizeitpark-Check. Wie üblich zunächst ein paar Worte zur Geschichte des Rastiland. Und die beginnt schon recht früh im Jahr 1973. Ort des Geschehens, eine ehemalige Kiesgrube. Im Gegensatz zu manch anderem Park startete man hier allerdings nicht mit Märchenwald und Co., sondern wollte von Anfang an einen klassischen Freizeitpark erschaffen. So gab es zur Eröffnung mit Westerneisenbahn, Bootsfahrt oder Go-Kart-Bahn auch gleich mehrere echte Attraktionen. Als nächster großer Entwicklungsschritt folgte 1981 die Wildwasserbahn. Einen weiteren Schub gab es 10 Jahre später mit der Eröffnung der ersten Achterbahn. Und spätestens damit ging der Park weiter auf Expansionskurs. So entstanden in den 1990er Jahren eine Vielzahl von Attraktionen. Und damit war noch lange nicht Schluss. Schließlich folgten auch im neuen Jahrtausend noch diverse Erweiterungen. Die größte davon und sicherlich auch einen der größten Meilensteine in der Geschichte des Parks war die Eröffnung der Raftinganlage im Jahr 2002. Und die nächste größere Investition ließ mit der Eröffnung der Kids Dino World nicht lange auf sich warten. Die 2006 eröffnete Indoor-Erlebniswelt gehört allerdings nicht direkt zum Park und stellt vielmehr ein Zusatzangebot mit separatem Eintritt dar. Daher soll die auch nicht das Thema dieses Videos sein und wir werfen stattdessen einen Blick auf das eigentliche Rastiland. Die Optik des Geländes wirkt auf den ersten Blick eher naturbelassen. Dichter Wald, viel Grün und ein kleiner See dominieren dabei das Bild. Dazwischen blitzen hier und da allerdings auch ein paar Ansätze von Themenwelten auf. So erwarten euch beispielsweise eine Ecke in skandinavischer Optik und nordischem Flair, etwas Orient-Feeling samt Kamelreiten, ein kleiner Piratenbereich in typischer Seeräuberoptik oder ein Hauch von Afrika mit savannenähnlichem Look und entsprechender Tierwelt. Die jeweilige Optik beschränkt sich dabei jedoch zumeist nur auf kleine Bereiche oder einzelne Attraktionen. Etwas anders sieht das im Gebiet rund um das T-Rex-Rafting aus. Mit dschungelähnlichen Ansätzen, den namensgebenden Dinosauriern und viel Wasser wird hier eine in sich geschlossene und durchaus vollwertige Themenwelt geboten. Zumindest in Ansätzen Ähnliches gilt auch für den Bereich historischer Jahrmarkt. Von Gebäuden umrahmt sorgt eine fröhlich bunte Gestaltung sowie zahlreiche Karussells für nostalgischen Charme. Und damit sind wir auch im Grunde schon bei der Kategorie Attraktionen angekommen. Wie üblich geht es zunächst mal ganz entspannt mit den kleineren Kinderfahrgeschäften los. Und wie gerade schon angedeutet, befinden sich gleich mehrere davon im historischen Jahrmarkt. Hier können groß und ganz besonders klein ein wirklich sehr kurzes Ründchen mit der Dampfeisenbahn drehen, einen gemütlichen Ausritt auf dem Pferdekarussell unternehmen, sich von der Dampfschiffschaukel hin und her schaukeln lassen oder einfach nur die entspannte Fahrt samt schönen Ausblick aus den Gondeln des Nostalgie-Riesenrad genießen. Und nur wenige Schritte entfernt kann gleich nochmal etwas Höhenluft geschnuppert werden. Denn hier lädt das Ballonkarussell zu einem kleinen Rundflug ein. Der ist durch die geringe Höhe zwar nicht sonderlich spektakulär, für jüngere Besucher aber trotzdem ein spaßiges Erlebnis. Ähnlich hohen und doch etwas anderen Fun-Faktor verspricht Jump Around. In kleinen Offroad-Fahrzeugen geht es hier munter im Kreis umher. Und der Name ist dabei Programm. Schließlich geht es während der Fahrt immer wieder auf und ab. Ganz leichtes Magenkrümmen natürlich inklusive. Und genau daran haben sowohl kleine als auch große Gäste ihren Spaß. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass den Kids das dann doch etwas zu wild sein sollte, findet sich direkt nebenan eine deutlich gemächlichere Alternative. Das Kinderkarussell lockt zwar mit Motorrädern oder Rennwagen, doch die kommen natürlich nicht wirklich auf Touren. Quasi gleiches gilt ebenfalls für die Kinder-Truckbahn. Auch hier geht es lediglich in Schrittgeschwindigkeit voran. Dafür ist die Tour allerdings schon ein wenig ausgedehnter. Beim Konvoi von SBF Wieser erwartet die angehenden Trucker eine immerhin 80 Meter lange Strecke. Und wer mag, kann danach direkt mit der Kinderautobahn weitermachen. Denn dabei erwartet die Kids ebenfalls eine gemütliche Rundfahrt durchs Grün. In diesem Fall geht es allerdings im Sportwagen auf die Piste. Wem das dann immer noch nicht reicht, kann auch noch in den Zug umsteigen. Denn nicht weit entfernt wartet die Comicbahn auf Mitreisende. Die Rundfahrt ist zwar nicht sonderlich groß, dank etwas Grün, bunten Häuschen und fröhlicher Gestaltung aber bestens für kleine Kinder geeignet. Damit die Großen aber nicht komplett leer ausgehen, gibt es noch eine zweite Zugfahrt im Rastiland. Und die ist nicht nur für alle Altersklassen geeignet, sondern auch ein paar Nummern größer. Die Westerneisenbahn befördert euch nämlich gleich durch einen Teil des Parks. Hier geht es einmal rund um den kleinen See und durchfährt dabei sogar einen Tunnel mit etwas Thematisierung.
Abgesehen vom erholsamen Charakter eignet sich die rund 600 Meter lange Strecke daher dann auch bestens für eine erste kleine Erkundungstour. Sogar noch ein bisschen besser geht das mit der Einschienenhochbahn, denn hier könnt ihr euch einen im wahrsten Sinne guten Überblick verschaffen. Das Ganze zwar leider nur über einen kleinen Teil des Rastiland, aber immerhin. Und mal ehrlich, viel mehr braucht es doch auch eigentlich gar nicht. Denn im Grunde steht hier sowieso die gemütliche Fahrt im Vordergrund. Und die wird euch bei der 1978 eröffneten Bahn definitiv geboten. Nicht zuletzt, da während der Tour sogar noch ein kleiner Tunnel mit Dark Ride-ähnlicher Gestaltung durchquert wird. Insgesamt also durchaus ein Ründchen wert. Leider ohne nennenswerte Thematisierung kommt die Kamelreitbahn daher. Nichtsdestotrotz hat die Fahrt, oder besser gesagt der Ausritt, seinen Reiz. Denn wo kann man sonst einfach mal auf einem Kamel durchs Grün reiten? Und das macht sowohl kleinen als auch großen Gästen sichtlich Spaß. Gleiches gilt in gewisser Weise auch für die Jeepbahn. Denn hier steht ebenfalls eine entspannte Fahrt durchs Grün im Mittelpunkt. Naja, obwohl, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Immerhin können die kleinen Offroad-Fahrzeuge selbstständig über die rund 300 Meter lange Strecke gefahren werden. Und genau das macht die Sache dann schon deutlich interessanter. Quasi eine etwas verlangsamte Art von Go-Kart-Bahn. Womit wir auch schon bei der nächsten Attraktion sind. Denn eine richtige Go-Kart-Bahn gibt es auch noch. Und deren Nutzung ist im Gegensatz zu vielen anderen Parks hier sogar im Eintrittspreis enthalten. Das Layout der 1973 eröffneten Bahn ist dabei zwar nicht sonderlich einfallsreich, hier wird im Grunde nämlich nur ein ovaler Kurs geboten, doch der kann dank leicht hügeliger Lage trotzdem überzeugen. Mal ganz zu schweigen davon, dass auf den langen Geraden auch so richtig Gas gegeben werden kann. Wieder deutlich langsamer geht es bei der Afrika-Fotosafari zu. Schließlich handelt es sich dabei um eine Oldtimerbahn. Wobei es das auch nicht so ganz trifft. Seit einem Umbau im Jahr 2015 erwartet euch hier nämlich vielmehr eine interaktive Rundfahrt. Und bei der ist der Name Programm, denn die Fahrzeuge verfügen über kleine Kameras, mit denen auf Fotosafari gegangen wird. So erwarten euch während der rund 180 Meter langen Strecke zahlreiche Motive aus der afrikanischen Tierwelt. Und da es für jedes Bild Punkte gibt, heißt es dann natürlich, so viele Fotos wie möglich zu schießen. Insgesamt also eine sehenswerte und absolut gelungene Kombination, die dank Punktesystem bestimmt auch für die ein oder andere Wiederholungsfahrt sorgt. Und wer jetzt denkt, dass es das doch so langsam mal mit Rundfahrten gewesen sein müsste, hat falsch gedacht. Denn nur wenige Meter entfernt wartet mit der Märchenfahrt noch eine Bahn dieser Art. Allerdings geht es bei der diesmal auf eine entspannte Bootstour durchs Grün. Und damit ist im Grunde eigentlich auch schon alles gesagt, denn viel mehr als dichter Wald, etwas Thematisierung und ein Tunnel erwartet euch während der rund 200 Meter langen Fahrt leider nicht. Es gibt zwar auch noch die namensgebenden Märchenszenen, allerdings wirken die schon sehr oldschool und ziemlich heruntergerockt. Insgesamt also mehr eine Fahrt der Sorte, kann man machen, muss man aber nicht. Und wo wir schon bei Rundbooten sind, direkt weiter zu den nächsten. Gemeint sind damit natürlich die Bumper-Spaßboote. Die befinden sich auf einem kleinen Teich am Rande des Parks und sorgen dort für eine spritzige und dem Namen entsprechend auch spaßige Fahrt. Ebenso wie es sich für eine solche Attraktion gehört. Ein theoretisch vergleichbares Erlebnis bietet auch der Autoscooter. Das Ganze halt nur nicht auf dem Wasser, sondern an Land. Und wie üblich kann man es hier mal so richtig krachen lassen. Schließlich macht der Kollisionskurs bei diesem Klassiker immer noch am meisten Spaß. Und dank einer zweiten, kindertauglichen Variante kommen nicht nur die großen, sondern auch kleinere Gäste in diesen Genuss. Wobei Genuss vielleicht etwas übertrieben ist, denn optisch haben die Anlagen ihre besten Tage definitiv hinter sich. Aber das ist bei einem Scooter ja Gott sei Dank eher nebensächlich. Wiederum einiges schöner ist Laser Planet, denn das Ganze kann mit einer hübschen Gestaltung in Weltraumoptik punkten. Und punkten ist doch ein gutes Stichwort, schließlich muss hier ein kleiner Parcours absolviert werden. Das Ganze natürlich auf Zeit und möglichst ohne die Laser zu berühren. Für einen vorderen Platz im Highscore solltet ihr also etwas Geschicklichkeit mitbringen. Nicht nur Geschick, sondern auch Kraft und Ausdauer solltet ihr für den Hochseilgarten haben. Schließlich heißt es hier klettern, balancieren und entdecken. Auf mehreren Ebenen erwarten euch dabei verschiedene Elemente, die zwar mehr oder weniger kindertauglich sind, aber nicht zuletzt durch die Höhe schon eine Herausforderung darstellen. Wer sich traut, wird dann aber auch mit einem spaßigen Abenteuer belohnt. Und falls ihr nach so viel Anstrengung erstmal eine kleine Erfrischung nötig habt, braucht ihr nicht lange zu suchen. Denn direkt nebenan gibt's Wasserspaß. Und der Name ist hier durchaus ernst gemeint. Immerhin kann man sich hier mit kleinen Wasserkanonen gegenseitig beschießen. Und das macht garantiert nicht nur an warmen Sommertagen Spaß. Und wo ich schon dabei bin. Abgesehen davon hat das Rastiland natürlich auch noch diverse klassische Spielplätze im Angebot. Egal ob in der Raubritterburg,
dem Wasserspielplatz oder auf Robinsons Insel. Es kann an vielen Stellen nach Herzenslust getobt, geklettert, geschaukelt oder gerutscht werden. Und apropos Rutschen, auch hiervon hat der Park einige im Angebot. Gleich 5 davon befinden sich im nordöstlichen Teil des Rastiland. Bei der großen Wasserrutschenanlage könnt ihr euch im Schlauchboot einen rund 10 Meter hohen Abhang hinunterstürzen. Und das Ganze sogar auf unterschiedliche Art, denn es erwarten euch 2 Wellenrutschen, 2 Röhrenrutschen sowie eine Steilrutsche. Von familienfreundlich bis actionreich ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Zusätzlich bietet der Park mit dem Reifenrodeln noch ein etwas anderes Rutsch- bzw. Rodelvergnügen. An einem natürlichen Hang gelegen geht es hier fast wie beim Wintersport die Abfahrt hinunter. Dank 2 nebeneinander liegenden Spuren ist dabei auch ein direktes Duell möglich. Und das fällt sogar verhältnismäßig rasant aus. Insgesamt also eine ziemlich spaßige Angelegenheit, bei der dank einer zusätzlichen Abfahrt auch die kleinen Gäste auf ihre Kosten kommen. Viel Vergnügen verspricht auch die nächste Attraktion. Denn dabei handelt es sich um einen Familienfreifallturm von Tiere. Und die sind nicht ohne Grund für ihre spaßigen Fahreigenschaften bekannt. Schließlich geht es hier immer wieder auf und ab. Leichtes Magenkribbeln sowie schöne Aussicht aus rund 10 Metern Höhe inklusive. Hier geht's jetzt aber erstmal wieder etwas bodenständiger weiter. Wobei, leichtes Auf und Ab gibt es auch bei der Koggenfahrt. Schließlich handelt es sich dabei um eine Berg- und Talbahn. Und die wirbelt euch mitsamt den üblichen Wellenbewegungen munter im Kreis umher. Das Ganze natürlich nicht nur vor, sondern auch rückwärts. Also eine rasante Fahrt, die im Grunde aber absolut familientauglich ist. Natürlich immer vorausgesetzt, man hat auch einen unempfindlichen Magen und wird nicht allzu schnell seekrank. Das gilt übrigens auch für eine Fahrt mit der Riesenschiffschaukel. Zudem sollte man ebenfalls ein wenig schwindelfrei sein. Immerhin befördert euch das Piratenschiff auf rund 10 Meter Maximalhöhe. Dank der Hin- und Herbewegung das Ganze natürlich inklusive des allseits beliebten Magenkribbelns. Kurz gesagt, Schaukelspaß pur. Eben genau das, was man von diesem Klassiker auch erwartet. Und durch die Lage auf einem kleinen Hügel sowie hübscher Gestaltung kann zudem auch die Optik überzeugen. Leider ohne nennenswerte Thematisierung kommt dagegen die Bobcat-Bahn daher. Wobei das bei Blizzard auch eher unwichtig ist, denn hier steht sowieso vielmehr die eigentliche Fahrt im Mittelpunkt. Immerhin geht es dabei mit maximal 40 km/h durch den stählernen Eiskanal. Okay, zugegeben, ganz so stürmisch, wie es der Name vermuten lässt, wird es zwar nicht. Nichtsdestotrotz ist die Fahrt dennoch eine rasante Angelegenheit. Zudem sorgt das ans Terrain angepasste Layout mit Richtungswechseln, auf- und abwärts verlaufenden Kurven sowie einem Tunnel mit Lichteffekten für genug Abwechslung. Und das Beste daran, ihr könnt das Tempo dabei sogar mehr oder weniger selbst bestimmen. Aber mal ganz unter uns, Vollgas macht hier eindeutig den meisten Spaß. Dagegen fast schon einschläfernd ist eine runde Wasserschlacht. Hier lässt man sich nämlich im Grunde einfach nur so dahin treiben. Aber Achtung, die Augen solltet ihr besser offen lassen, denn der Name ist definitiv ernst gemeint. Schließlich erwartet euch hier ein feuchtfröhliches Duell, bei dem sich die Insassen der einzelnen Boote mit kleinen Wasserkanonen beschießen können. Und ihr könnt's mir glauben, das kann bei entsprechender Auslastung und Taktung wirklich sehr nass werden. Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten in der nächsten Attraktionsgruppe. Welche Wasserbahn darf in einem Freizeitpark nicht fehlen? Natürlich der Lockflum. Und so findet sich dieser Klassiker auch im Rastiland. Allerdings kommt die Anlage in diesem Fall nicht ganz so klassisch daher. Immerhin handelt es sich dabei um einen Eigenbau, der mit einer Fahrrinne aus Beton daherkommt. Ansonsten ist aber alles wie gewohnt. Mit den typischen Baumstammbooten geht es auf Tour durch die hügelige Landschaft des Parks. Das Ganze zumeist ziemlich entspannt und unspektakulär. Denn viel zu sehen gibt es auf der ungefähr 330 Meter langen Strecke leider nicht. Aber da sind ja noch die charakteristischen Abfahrten. Und davon hat die 1981 geöffnete Anlage immerhin 2 Stück zu bieten. Aus bis zu 10 Metern Höhe geht es dabei in die Tiefe, gefolgt vom obligatorischen Splash ins Wasser. So wirklich nass wird man hier allerdings nicht. Zusammengefasst also eine etwas in die Jahre gekommene und auch nicht sonderlich hübsche Wildwasserbahn, aber irgendwie trotzdem eine Fahrt wert. Dagegen ein absolutes Must-Do ist das Rafting im Reich des T-Rex. Warum? Ganz einfach. Hier sind die ohnehin schon spaßigen Eigenschaften einer solchen Anlage mit wirklich sehenswerter Gestaltung kombiniert worden. Aber immer der Reihe nach, zunächst ein paar Worte zur Fahrt. Und die beginnt auch direkt mit einem Highlight. Kaum eingestiegen heißt euch nämlich ein großer Strudel willkommen, der schon kurz nach dem Start für die erste kleine oder auch etwas größere Dusche sorgt. Danach erwartet euch ein typisches Rafting mit Stromschnellen, Untiefen, Wasserfällen und Fontänen.
Grundsätzlich also genug Potenzial für nasse Kleidung. Hier sei allerdings erwähnt, dass nicht bei jeder Fahrt alle Effekte ausgelöst werden und der Nässegrad somit immer etwas variiert. Wer es darauf anlegen möchte, sollte also am besten direkt mehrmals fahren. Aber auch unabhängig davon lohnt es sich, die knapp 500 Meter lange Strecke ausgiebig zu erkunden. Denn wie bereits angedeutet, erwartet euch hier eine wirklich schöne Gestaltung mit Felsen, Vulkan und natürlich den namensgebenden Dinosauriern. Und genau das macht die 2002 eröffnete Anlage dann auch zum absoluten Pflichtprogramm bei einem Besuch im Rastiland. Zum Trocknen jetzt aber schnell weiter zur nächsten Kategorie. Im Bereich Themenbahnen hat das Rastiland zwar nur eine zu bieten, aber die kann sich durchaus sehen lassen. Das fängt schon von außen mit einer hübschen Häuserfassade an. Davon angelockt zieht es einen dann auch schnell ins Innere der Piratenfahrt. Nachdem man in einer der als Schiffe gestalteten Gondeln Platz genommen hat, kann es auch schon losgehen. Und wie beim Namen nur logisch, geht es hier auf eine Reise in die Welt der Seeräuber. Die führt euch zunächst in ein kleines Dorf und von dort durch eine Höhle samt Wasserfall weiter in ein verstecktes Piratennest. Das Ganze natürlich gespickt mit allerhand Animatronics, dem obligatorischen Piratenschiff, stimmiger Licht- und Soundkulisse, echtem Wasser sowie einigen Überraschungsmomenten. Unter dem Strich also alles, was ein Dark Ride braucht. Zugegeben, die Fahrt ist zwar relativ kurz und auch nicht unbedingt State of the Art, aber Atmosphäre, Setting und Details haben mich positiv überrascht und daher ist die Piratenfahrt auch für mich definitiv eines der Highlights im Rastiland. Beginnen wir mit Holter die Polter, der kleinsten Achterbahn im Park. Und was soll ich sagen? Sie ist wirklich klein. Höhe, Länge und Drop sind kaum der Rede wert. Wirklich rasant ist das Ganze dadurch natürlich auch nicht. Im Grunde geht es hier nur im Kreis umher. Das aber immerhin gleich mehrmals. Um es passend zur Bahn kurz und knapp zu sagen, für Familien mit sehr kleinen Kindern vielleicht ganz nett, für alle anderen aber kaum ein müdes Lächeln wert. Schon ein wenig besser sieht das bei Achterbahn Nummer 2 aus. Denn die trägt nicht nur den Namen Achterbahn, sondern darf auch getrost als solche gezählt werden. Immerhin handelt es sich bei der 1991 eröffneten Anlage um einen Junior Coaster von Vekoma. Ziemlich ungewöhnlich und vielleicht auch etwas gewagt ist dabei die Lackierung in rosa. Wobei das auch etwas Gutes hat, denn ansonsten steht die Bahn leider einfach nur kahl in der Landschaft. Und genau wie es die Achterbahn tut, konzentrieren wir uns jetzt auf die Basics und kommen zur Fahrt. Leider ist auch die mit gut 8 Meter Höhe, 35 km/h Topspeed und Standardlayout nicht sonderlich spektakulär. Vom Lifthill geht es zunächst den geschwungenen First Drop hinunter und von dort durch zwei geneigte Linkskurven weiter in Richtung einer Abwärtshelix. Die verleiht dem Zug nochmal Kurzschwung und dann ist die Fahrt auch schon wieder vorbei. Insgesamt also nichts Außergewöhnliches, eine klassische Kinder- bzw. Familienachterbahn halt. Aber das kann ja durchaus auch reichen, um Spaß zu haben. Zunächst ein Blick auf die Öffnungszeiten. Ihr könnt das Rastiland in der Regel von Anfang April bis Ende Oktober besuchen. Dies allerdings nur in der Hauptsaison und während Ferien täglich. Im Frühjahr und Herbst hat der Park zumeist nur an den Wochenenden geöffnet. Ähnlich variabel fallen auch die jeweiligen Tagesöffnungszeiten aus. Der Spaß beginnt morgens um 10 oder 10.30 Uhr und endet zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr. Für die genauen Zeiten also am besten vorher mal auf der Homepage des Rastiland vorbeischauen. Da findet ihr natürlich auch Infos zu den Eintrittspreisen, die ich euch aber auch gerne jetzt schon mit auf den Weg gebe. Kinder unter 3 Jahre haben grundsätzlich freien Eintritt. Für Kinder von 3 bis 11 Jahre werden 22,50 Euro für das Tagesticket fällig. Jugendliche ab 12 Jahre und Erwachsene zahlen 28 Euro für die Karte. Für Besucher mit Behinderungen sowie Schwangere gibt es bei Vorlage des Ausweises ermäßigte Tickets zum Preis ab 15,50 Euro bzw. 16,50 Euro. Komplett kostenlos sind dagegen die Parkplätze. Hierfür werden aktuell keine Gebühren verlangt. Und damit dann auch zur Anreise. Der gängigste Weg ist sicherlich der eigene PKW. Je nach Richtung, aus der ihr kommt, nutzt man dann entweder die Autobahnen 2 oder 7. Ab den jeweiligen Ausfahrten sind es dann allerdings noch gute 30 bis 40 Kilometer Land- bzw. Bundesstraße bis zum Ziel. Wer aus der Umgebung kommt, benutzt am besten direkt die B1. Alternativ könnt ihr natürlich auch den ÖPNV für die Anreise nutzen. Mit der Bahn führt euch der Weg zunächst bis zum Bahnhof Osterwald. Dort heißt es dann entweder 20 Minuten Fußmarsch oder in den regionalen Busverkehr umsteigen, welcher euch in die Nähe des Rastiland bringt. Und nachdem damit eigentlich alle relevanten Infos abgehakt sind, zum Abschluss noch mein persönliches Fazit zum Park.
Das Rastiland gehört mit ungefähr 16 Hektar Gesamtfläche zwar eher zu den kleinen bis mittelgroßen seiner Art, hat dafür aber eine durchaus ordentliche Anzahl an Attraktionen und Fahrgeschäften zu bieten. Passend zur Hauptzielgruppe richtet sich das Angebot dabei allerdings fast ausschließlich nur an Familien oder kleinere Kinder. Schnelle Rundfahrgeschäfte oder gar echte Thrillrides sucht man dagegen nahezu vergeblich. Und selbst die wenigen Ausnahmen sind im Grunde fast schon familientauglich. Das gilt erst recht für die Achterbahnen. Naja, vielleicht besser gesagt die eine Achterbahn. Denn wirklich als solche kann lediglich der Junior Coaster gezählt werden. Und der ist dann dementsprechend auch ziemlich zahm unterwegs. Also definitiv kein Park für Thrillseeker. Deutlich besser sieht es dagegen für Freunde von Rundfahrten aus. Schließlich gibt es davon gleich eine zweistellige Anzahl. Etwas schwächer besetzt ist der Bereich Dark Rides. Denn hier gibt es im Grunde nur einen echten Vertreter. Der ist für die Verhältnisse des Parks aber immerhin sehr sehenswert. Und wo ich schon im Bereich Theming bin, kurz noch zur allgemeinen Gestaltung. Hier sticht eindeutig das Reich des T-Rex heraus, welcher einen schönen Eindruck hinterlässt. Ansonsten gibt es bis auf ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Piratenfahrt oder Afrika-Fotosafari, leider nicht viel zu sehen. Zudem wirken manche Ecken etwas in die Jahre gekommen und dürften ruhig mal überarbeitet werden. Kurz gesagt gibt es, was Thematisierung angeht, noch viel Luft nach oben. Und apropos Luft, das Wetter sollte bei einem Besuch auch besser mitspielen, denn der Park ist aufgrund weniger Indoor-Attraktionen ziemlich wetterabhängig. Zudem fehlt es dann noch an überdachten Alternativen in Form von Shows. Was mein Gesamtfazit angeht, also alles in allem, ein wenig Licht, aber leider auch viel Schatten. Thrillseeker oder Fans von Themenparks sollten besser einen Bogen um das Rastiland machen. Für Familien mit kleineren Kindern ist der Park hingegen ein lohnendes Ausflugsziel. Vorausgesetzt, man reist dafür nicht extra hunderte Kilometer an. Denn dann finden sich mit Sicherheit auch andere mindestens gleichwertige Alternativen. So, und das soll es dann soweit zu diesem Freizeitpark-Check übers Rastiland gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn, ich muss zugeben, ja die Aufnahmen etwas semi waren. Aber ja, es tut mir leid, es waren heute nicht allzu viele Leute hier im Park und dementsprechend hat sich nicht so viel bewegt und nicht so viel gedreht. Und ja, aufgrund dessen konnte ich halt auch leider Gottes nicht so die Aufnahmen mitbringen, wie ich es gerne gewollt hätte. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und falls ja, lasst gerne ein Däumchen da und natürlich auch gerne einen Kommentar da lassen, falls ihr hier schon mal gewesen seid und vielleicht auch noch eure Meinung kundtun wollt. Und eine Anmerkung hätte ich auch noch. Und zwar gibt es hier ja direkt nebenan auch noch die Kids Dino World. Aber leider Gottes hat die heute geschlossen. Ansonsten hätte ich euch die nämlich jetzt hier in diesem Freizeitpark-Check auch noch mit präsentiert. Aber ja, tut mir leid, das kann ich leider nicht. Ja, und in dem Sinne soll es das dann jetzt wirklich gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und sage Tschüss, bis zum nächsten Video bei Emmy Pictures Freizeitpark TV.